so, ja, dass man andere Religionen, die, also Christen, Juden, und sind Ungläubigen und werden, ja, brennen in Allah, der Hölle. Allah sagt es im Koran, dass sie Ungläubige sind. Das ist nicht meine Aussage. Das ist die Aussage von demjenigen, der mich und sie erschaffen hat. Und ich kann nichts anderes sagen. Ich bin Muslim. Mhm. Aber Sie glauben in diesem Mann? Natürlich glaube ich daran. Ich glaube jeden einzelnen Buchstaben, der in diesem Buch steht. Also dann glauben Sie auch daran, dass ich in der Hölle brennen werde? Wenn Sie den Islam vor Ihrem Tod nicht annehmen, ja. Und deswegen sind wir hier, um Sie davor zu warnen. Im besten Fall werden Sie mein Bruder im Glauben. Glauben Sie an den jüngsten Tag? Nein, da glaube ich nicht dran. Glauben Sie an einen Gott, der Sie und mich erschaffen hat? Nein, also ich würde gerne glauben, ja, aber wir wissen es alle nicht sicher. Ja. Und ich bin mir sicher. Sie sind sich sicher, aber wieso sind Sie sicher, dass ich in der Hölle brennen werde? Ich bin mir sicher, dass Sie in der Hölle brennen werden, wenn Sie diese Botschaft nicht annehmen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Jude und kein Christ hört von mir. Und das schließt alle Ungläubigen ein. Kein Jude und kein Christ hört von mir, ohne an das zu glauben, mit dem ich entsandt wurde, ja, ohne dass er zu den Sie Bewohnern des Fernweihers fängt. Sie fordern von mir Toleranz, wo Sie eigentlich mir gegenüber keine Toleranz ergeben. Ich meine, Sie glauben ja eh nicht an ein Jenseits. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube nicht an Jenseits. Also glauben, nein, Sie nicht an eine Hölle? Nein. Dann kann es mir, kann es Ihnen ja egal sein, ob ich glaube, dass Sie, wenn Sie den Islam nicht annehmen, in der Hölle sind oder nicht. Fakt ist, wenn Sie sich korrekt gegenüber uns verhalten, ja, dann werden wir das Gleiche tun. Naja, also Sie wollen, wenn es Ihrem Weg, ja, geht, wollen Sie den Scharia hier einführen. Der Muslim will allgemein das Beste für die Menschheit. Das Scharia Beste, ist das Beste für die Menschheit? Auf jeden Fall, definitiv. Warum? Warum? Weil es das Gesetz Allahs ist. So wie es universelle Gesetze gibt. Tag und Nacht, Winter, Sommer, Regen, Trockenheit. Das sind universelle Gesetze vom Gott, der Sie und mich erschaffen hat. Und diese Gesetze akzeptieren wir. Warum akzeptieren wir nicht auch seine Urteile in anderen Sachen? Ja, Sie sind doch mit mir einverstanden. Also hier ist die Todesstrafe nicht erlaubt. Ja. Aber eigentlich finden, ja, Sie, dass die Todesstrafe gerechtfertigt ist, wenn Allah das so will? Definitiv. Definitiv. Weil Allah ist derjenige, der mich und Sie erschaffen hat. Und er weiß, was am besten für seine Schöpfung ist. Aber was wissen Sie? Ich weiß nichts. Ich bin ein Mensch wie Sie. Wir sind unwissend. Wir sind einfache Geschöpfe. Wer gibt einem Menschen, der Fehler macht, das Recht, Gesetze zu erlassen? Wer gibt ihm das Recht? Mhm. Dieses Recht gehört Allah. Also die Gesetze, nein, müssen doch von den Menschen erlassen, nein, werden. Eben nicht. Das ist Demokratie. Ja? Das ist Demokratie. Sie Menschen sind also gegen Demokratie. Menschen herrschen über Menschen. Ich bin dafür, dass ein Herr, der Sie und mich erschaffen hat, über die Menschen herrscht. Weil er weiß, was am besten für die Menschen ist. Ja, aber wie wissen wir, was der Herr will? Das steht in diesem Buch, was wir, ja, verteilen. Das ist von Menschen geschrieben worden. Das ist nicht von Menschen geschrieben, ach so, worden. Das ist Offenbarung das ist von dem einen. Worden. Das ist von Menschen gedruckt worden. Das, ja, ist von Menschen ins Deutsche übersetzt worden. Aber es ist von Allah, der mich und Sie erschaffen hat. Danke für das Interview.